Guten Morgen, Leute. Heute machen wir wieder eine Linienfahrt, eine Schulrunde. Und zwar die Linie 128 von Bergkamm. Hier könnt ihr sehen, Königstraße zum Gymnasium. Hier habt ihr nochmal die ganzen Ablaufplan, wo lang wir fahren. Das machen wir jetzt auch. Auf geht's mit unserer Linienfahrt, die 128 von Bergkamm, Königstraße zum Gymnasium nach Bergkamm. Einmalig immer 7.25 Uhr fängt sie hier an. Morgen sind die Schüler im Kalt. Schule zu bringen. Funk können wir leiser stellen. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist eine Linie gemischt mit der 81, mit der 82, das werdet ihr gleich sehen. Ein paar Haltestellen werden euch bekannt vorkommen. Hatte ich euch ja schon mal gemacht, aber die Hinfahrt hat mir gefehlt. Deswegen machen wir jetzt nochmal die Hinfahrt. Das ist jetzt auch die Haltestelle von der 28. Die 124, die fährt übrigens auch noch hier lang. Habe ich meistens meine ganzen Linienfahrten immer im Winter
weil ich dann nicht mit einem Reisebus unterwegs bin. So, hier müsst ihr dann auch wieder aufpassen. Und zwar die nächste sofort rechts rein. Ist ein bisschen verzwickt, die ganze Geschichte. Aber die Kinder, die stehen an den Haltestellen und müssen mitgenommen werden. Hier ist so gemischt, wie gesagt, kleine Kinder nach Grundschule und dann natürlich wollen wir bis zum Gymnasium fahren, auch Gymnasiasten, also ein bisschen ältere Kinder. Hier wäre dann die Haltestelle Landwehrpark, am Landwehrpark. Erzählen.
Führung gemacht, hier in Raum Bergkamm, wegen Bauarbeiter sage ich schon, Zechenarbeiter und sowas alles. Und da verweise ich ein paar Stellen, die mir noch in Erinnerung geblieben sind. Die zeige ich euch aber auch gleich. So, an der Ampel rechts. Videos für unsere neuen Fahrer, wenn sie die Strecken noch nicht kennen, oder für auch Ältere, die das mal irgendwann mal gefahren haben, zur Auffrischung, wenn die mal irgendwann das fahren müssen, wird einfach gesagt, geh bei Mehmet OE, Busfahrschule OE, gib den Liniennummer ein und da sind die Linien. Alles, was ich kann, sozusagen, habe ich so rübergebracht. Hier müsst ihr aufpassen, hier steigen auch welche ein. Seht ihr auch 128 angezeigt, Industriestraße. Aber dann rechts, weil wir noch ein ganzes Stück von runter noch Haltestellen haben, die wir mitnehmen müssen. Wieder mal
weiter Richtung Bergkamm. Das ist eigentlich eine schöne Linie morgen so zu fahren. Hier müsst ihr abklingende Vorfahrt verfolgen und zur Not auch in dieser Haltestelle bewegen, wenn jemand einsteigen möchte. Oberberger Straße, wie ist die Haltestelle? Da könnt ihr eben den neuen Elektrobus hier von der VKU. Im Bild gehabt, zufällig. Die habe ich auch selber noch nie gesehen. Jetzt mit euch zusammen. Hier fahren wir rechts und fahren im Prinzip immer geradeaus bis zur großen Kreuzung. ATU-Kreuzung, sage ich mal, weil da ATU ist, kann man sich gut orientieren und dann an der Ampel müssen wir links. Es gibt noch eine Haltestelle. Straße.
Okay. Das meine ich. Wenn ich den jetzt nicht vorbeilasse und weiter durchziehe, dann wird es eng. Den habe ich auch gesehen, ich wusste, dass er das vorhat. Ansonsten da hinten warten. Deswegen sagte ich ja gerade, vorausschauen und fahren, was passiert vorne, damit ihr eben halt reagieren könnt. Noch eine Haltestelle, Ulmenweg. Natürlich auch von beiden Seiten anfahren, aber immer schulseitig.
Schüler drin habe, letztlich die R12 ist immer schulseitig. Das heißt, hier im Kreisverkehr geradeaus. Spaß gemacht und ihr habt wieder ein paar Linien gelernt. Jetzt kommen hier noch ein paar Leute, die hier einsteigen wollen, aber ich habe ja keine Beschilderung. In diesem Sinne, macht's gut, bis in einem anderen Video. Euer Mehmet Uwe. Ciao Leute.